vorne an der Waldkante erstmal Position halten. So, verstanden, wir halten Position hier an der Waldkante. So, Matthias, geh mal einen Schritt nach links in die Bäume. Leute, umdrehen. Hinter uns kommen sie. Ungefähr 10 bis 20 Mann. Oh ja, ich sehe. Leute, stopfen, nachrücken. Habt ihr gehört? Sehr gut. Oder hier dran, die gucken in die falsche Richtung. Ja, aber hört der Scheune, habe ich auch welche laufen sehen. Okay. So, guck mal, 12 guck Uhr, mal zu ne? den Windrädern. Auf 310, ne? Ja, ja, genau, 310, richtig. Bei den Windrädern. Er geht aus, bekämpfen. Dann nach den Außen. Die sind so zu dicht, die müssen bekämpfen, ne? Hier, da laufen sie wieder. Außerdem hier haben sich welche hingelegt. Bruder, rechte Flanke, Jesus, linke Flanke. Wenn in ja, Position... Hier ist grad eine... Schrank und der ist 50 Meter von uns weg nur. Ja, ausschalten. Wolltet ihr warten, bis die. Da vorne ist. Ja. Bekämpfen oder nicht bekämpfen? Feuer. Wenn einer so nah ist, muss man den bekämpfen. Ja, es sei denn, dass der schleicht. Auf der rechten Flanke ein einzelner Schütze im Wald gefunden. Oben am Rad. Drei Schützen. Drei Mann auf dem Rad. Linkes oder rechtes? Rechtes. Oh, das sind noch. Müssen wir hoch da zum Häuschen, ne? Ich glaube aber nicht, dass wir alle gekriegt haben. Nein. Also ich habe 6 erwischt. Ich habe 3 erwischt. Der Raketgeil hier. Okay. Sieht da oben aus? Im Moment sauber. Chaos, ich würde vorschlagen, dass wir Franken, was ist hier vorne? Ja, links zwischen den Bäumen. Richtung Westen und dann rüber zum Haus. Naja, das ist ja auch die Route so ungefähr. Also Richtung Westen. Frage an Truppführer, sollen wir Schalldämpfer drauf haben oder abnehmen? Lass die erstmal noch raus, bis wir beim drauf, bis wir bei dem Kontaktmann sind. Okay, die ersten 4 wieder Abmarsch Richtung Bäume. Voll getragen. Okay. Ich sagte gerade, es wurde bis vorne. Kopfhörer hört. We've got an enemy. 100 meters left. Ich höre ein Fahrzeug. Ja. Die Titan fertig. Eigenständig bekämpfen. Warte, ich will aufschalten. Soldier, 200 meters left. Moment, ich warte, bis ich in deinem Haus vorkommt. Platz voll frei.
Panzer bekämpft. Zwei habe ich, aber wo siehst du ab dahin? Ausgestiegen. Enemy fire! Taking fire! Taking fire! Enemy fire! Rückzug! Under fire! Panzer schießt! Hinter die Karte zurück! Junge, sind wir im Sinn? Der Panzer ist schon bekämpft. Ich hab da einen Titan aufgesetzt. Wo ist der Panzer? Besteht da noch das der Personal? Da mach mich kurz heil, dann schieß ich nochmal drauf. Wir sind eingestiegen, fahren weiter. So, hier, wo? Ja, hier, kommst du hin. Die haben sich überall überfahren. Nee, Feuer einstellen, Feuer einstellen. Mit der Kalaschnikow, Matus. Okay. So, hinten sind alle Ziele bekämpft. Okay, aber weiter Richtung beobachten. Ja, Matus. Jesus ist da. Matus, linke Flanke. Danke dir. Muss der Panzer noch bekämpft werden? Ja. Ja, ja klar. Enemy fire! Oh. Bin nochmal down. Unser Trupp nur. Okay, der lebt noch. Nicht auf den Panzer feuern, das bringt nichts. Da ist aufgesessene Infanterie. Okay. Drei Mann noch drauf. Ja, deswegen, die kriegen wir nicht weg, außer mit einer Panzerfaust. Ja, ich mach das gleich. In Ruhe. Ach so, war das jetzt nicht ruhig? Nee, ich hab den eben nicht mehr gesehen und plötzlich hat er geschossen. Ich muss mich erstmal kurz orientieren hier. Hä? Lass die aufgesessen, die waren dann schon mit der Panzerfaust erledigt. Ja, von mir aus. Matus? Warte mal, Draco, bevor du angreifst. Matus, komm mal her. Rechte Flanke von dem Hang. Rechte Flanke, feuer mal ein paar Kugeln. Okay, das sieht doch gut aus. Alles klar. Gut, erstmal weiter Rundumsicherung. Die Vierergruppe ab in die Scheune sichern. Hier hoch. Was aber? Wo bist du? Alle Mann Rundumsicherung in die Scheune. Aber hab ich hab so, aber ganz schnell. Warte, ich will aber. Moonträger, kannst du noch Panzerabwehr mitnehmen? Ja, bestimmt. Oh, okay. Be advised, new insertion point ready. Ja, fährt denn da weg? Das ist der Kontaktmann. Deko, wo? Weg, wollte gerade erschießen. Was denn? Wo soll ich Panzerabwehr mitnehmen? Achso, ja, in der Moonkiste. Komm mit. Soll ich ja auch noch versuchen, ein, zwei mitzunehmen? Ja, eventuell noch Sprengladung, dass wir die auch dabei haben. Die Tarn, sagst du, ne? Kann ich nur eine mitnehmen? Jo, macht nix. Haben wir denn die Schützen? Ja, wieder Babygeschrei. Ja, also ich habe sechs Panzerabwehr jetzt dabei. Ich habe fünf Titanen und eine Sprengladung. So. Ich hab auch eine Sprengladung, versuch noch eine. Wir haben keinen MG-Schützen, MG-Munition braucht nicht mitgenommen werden. Enemy fire! Taking fire! Taking fire! Taking fire! Hab ihn. Irgendeiner hat doch hier was abgekriegt, der ist am. Under fire! Rifleman, 75 meters left. Okay, hier bin ich. Hier liegt eine Leiche, ich kreuz mal.
Hier ist Jacko. Ja, aber lass mir mal die Waffe bitte. Ich hab nur eine Pistole. Bruder Jacko. Okay. Danke. Wir beide dann da auf, links auf den Hügel gucken und da ist noch mehr. Ja. Oh, man, 75 meters left. Hab ihn, hab ihn. Ah! Hab hier drei Verletzte. I'm out! Ich bin das Baby irgendwie, das... Ja, ja, als ablegen, ich mir, ablegen. Als wenn ich Krankenkopf bin. Das Baby, wir sind irgendwie... Ja, der ist noch hier... Ich bin's. Drunken Jacko. Und der Jacko ist verletzt, ne? Bin down, ne? Drunken Bruder. Tote können nicht reden. Yep. Hier beide links auf den Hügel, da wo wir eben hergekommen sind. Verschafft euch mal einen Überblick nach links und rechts. Jo. Ich mach hier eine Ecke in der Hausmauer, ja? In der Ecke. Ja. Ist noch jemand down? Nee, hier nicht mehr. Duncan, wo bist du noch? Ach, da. Das Baby. Das Baby ist down. Oh. Kennst du das Ding auch so? Mein Ding. Ja, sieht so aus. Ist nicht sauber. Ich sehe drei Kontakte bewaffnet. Ravi, die meint ja, die andere Bruder. Richtung. Schau mal zu. Nee, danke. 110 ist ja hier unten da. Also Ravi, der Jacko und der Dings sind woanders. Ja, und da sind bewaffnete Sache. Jesus! Drei Stück. Jo, hier? Zurück zur Gruppe. Ach, wer läuft jetzt schon wieder vor? Ja, soll ich den bekämpfen oder was? Negativ. Nur wenn, Franken, Bruder, wenn die auf der linken Flanke kommt, ja. Bekämpfen. Also der läuft weg. Von hier aus sind die drei zu sehen. Von hier sind die. Der Wasserhaft ist das. So, Chaos. Die steigen sich an. Ich krieg Besuch. Bist du Scharfschütze? Ja, ich bin Scharfschütze. Aus 20 Grad. Ja, ist ja gerade hinter den Felsen. Du weißt die Entfernung? 400? Ne, 300. Nicht anstellen, wir sind 300. Ist das schon mal zusammengezuckt? 10 Grad, ne? Na, der ist jetzt hinter so einem ganz kleinen Hügel, der Typ. Richtung? Richtung 250. Na, der ist hinter so einem kleinen Hügel. Ich sehe nur seinen Helmansatz. Entfernung? 300. Das ist da, wo dieser Erdhaufen ist, da hinten. Jetzt liegt da so ein Typ, ey. Jacko, auf der Karte mal schauen. Ja, was soll ich sehen auf der Karte? Schwarze Punkte, weitere Richtung. Kannst du mal die alten schwarzen Punkte löschen, damit nur die aktuellen da sind? Na, das sind die von unserer jetzigen Position Richtung Südwesten. Der liegt da immer noch, ne? Alles klar. Okay, die ersten vier Mann sammeln sich wieder bei Jacko vorne auf dem Hügel. Oh, wir sind hier. Ich sehe. Ja. Jetzt sind wir vier. Ich geh morgen einfach rund machen. Ja. Danke. Guck mal Karte Richtung Südwest von hier aus zur Ortschaft. Gut, dann wie angezeigt, Punkte folgen. Abmarsch. Also hier erstmal ein bisschen durch den Wald. Komm. Rüber. Alle anderen folgen, ihr da hinten an der Scheune mit. Naja, ich höre.
Wolle, was ist? Da ist einer, zieh mal weg. Komm jetzt mit, Wolle, wir haben auch Wolle jetzt runter. Ja, Wolle ist hinter uns, das ist Moonträger. Moonträger. Ja. Ja, dann bist du doch, Kenny. Nein. Doch. Nein. Wolle macht mal gleich klar, dann wir unterlaufen haben. Wolle, lad mal unterlaufen, schon mal vor. Ich sehe da eine Patrouille auf der Straße. Ja, drei Mann, okay. Verstanden, bringt euch in Position. Also ich habe hier ein großes Visier, aber wie weit ist das noch, was der? Ist ja nicht weit. Sicher. Nur 200 Meter. Kann jemand die anderen flanken sichern. Also 230 habe ich auch einen Sicherungsposten. Der sichert das Haus da hinten. Wo? Bei 230. So, 230, okay, Gesicht. Ja. Ja, sind aber drei Mann. Aber kann einer das Baby mal stillen? Soldier, 300 Meters, bearing 225. Der eine Vogel ist gerade verschwunden. Jesus. Ja? Rechts bei der Bauruine. Einzelner Schütze, dein Ziel. Bauruine rechts. Wie ich dir gezeigt habe, bei 230. Oder? Ja. Links die Dreiergruppe. Den letzten Schützen. Okay, ich hab mein Ziel, also ich könnte. Sehe ich gerade nicht. Okay, jetzt erstes Ziel bei der Laterne. Jo. Ich bin vorher bereit. Ausschalten. Hat sich hingelegt? Okay, Branken, Jacko mit Richtung wirken, wo Bruder jetzt hinfeuert. So hoch, dann gehen wir mal noch ein bisschen. Ich habe aber nicht Schall gedämpft, ne? Ich habe Schall gedämpft. Okay, dann Wolle du. Deko nicht. Da kommt noch ein Dritter. Chaos? Das ist nicht hinlegen, ey. Höre. Ich hatte eben auf 260 einen LKW gesehen. Oh, bei mir ist Fahren. Der erste down und die anderen sind irgendwo hinter den Bäumen. Gewesen sein. Der eine Typ kommt direkt auf 230 Grad, zwei Mann. Ja, da mache ich noch selbst. Den habe ich weg im ersten. Under fire! Und der zweite ist auch weg. Weiter erstmal beobachten. Auch auf linke Flanke achten. Ich markiere mal kurz den Baum hier. Willst du jetzt ranpinkeln oder was? Ihr Jungs, da, wo ich jetzt gerade hinziehe, in dem Gebüsch, sind noch zwei Mann. Heißt, irgendwo in dem Bereich. Dann kann ich jetzt Pipi machen, ne? Ich bin mal Pipi. Der Bereich, wo du jetzt hinzielst. Die haben Angst. So. Mach mal aus dem Scope raus. Zwei kommen die Straße runter auf 230. Jesus, da wo du eben hingezielt hast. Ah, ja. Oder hast du gehört?
Ja, habe ich. Soll ich schießen, Abi? Ja, Feuer frei. Kann mal einer das Gras hier... Alter. Ja, das Gras, das ist auch mein Problem. Ja, bin wieder da. Wo ist denn das MG? Da vorne. Garage. Also ich gerade nicht wegen dem Gras. MG ist down. Kommt der andere durch den Wald, an den Baum. Zwei Mann, da sind noch zwei Mann, nicht einer. Soll ich jetzt ohne Schalter verschießen oder nicht? Ja, nicht. Jawohl, weiter. Wenn wir jetzt in den... Wenn wir in den Ort reinkommen, dann können wir ruhig alle die Schalldämpfer abnehmen. Können wir es auch ein bisschen lauter machen. Was macht denn der Typ da? Der versteckt sich mal hinterm Baum. Okay. Jo, ist down. Okay, Jacko, Drunken. Hier wieder die ersten vier. Richtung West, zu den Felsen. Abmarsch. Die anderen sichern von der Position hier aus. Werden hier beschossen, ne? Ich werde zu den Felsen. Vorsicht von rechts aber, ne? Banken von rechts, höre ich das. Verstanden, habt ihr Ziele erkannt? Jo, da oben. Oh, einen habe ich erwischt da oben. Ja, ich habe auch schon einen erwischt, aber es ist noch einer. Einer ist abgehauen, ne? Jawohl, irgendwas hast du schon wieder nicht bezahlt, ne? Wieso? Wenn sie jetzt schon bewaffnet nach dir suchen. Ich habe es aber vorhin angekündigt, dass die kommen von da. Das sind die drei. Verstanden, wir sichern jetzt die Position, ihr wartet da unten. Aber das Fliegengeräusche sind wir da. Ja, ihr habt ihr schon gemerkt? Das ist, wenn Sonja da ist, ne? Die hat bestimmt ein Baby im Ball. Er spielt schon mit, er hat schon eigenes Headset. Ja. Guck mal, Arme angelernt. Jacko, ihr könnt über die Straße rüber in, zu den anderen Felsen, beziehungsweise zu den Bäumen. Auch verstanden. Nach rechts oder was? Oder wie, oder was? Ah ja. Ist Schuss vom aus dem Dorf, aus dem Dorf raus. Habt ihr Ziel erkannt? Nein. Jetzt schießen sie nicht. Warum nicht? Ich hab nichts gesehen. Ich hab auch nicht gesehen, wie sie geschossen haben. Ich hab nur gehört. Wir haben da zwischen beiden Häusern. Ruine, zwischen der Ruine und dem Haus, das leuchtet. Da kamen die Geräusche her. Matthias, was machst du da? Okay. Achso. Jacko konnte die aufklären. Negativ, wir konnten nicht aufklären, von wo aus wir beschossen wurden. Vermutet werden noch wenigstens zwei Feinde im Dorf. Ja, verstanden. Bitte, ich schicke Jesus vor. Ach, Jesus ist gar nicht da, scheiße. Aber mich stören die Sträucher, ich kann nicht hier reingucken da. Könnt ihr das sehen?
Guck mal mit dem Fernglas. Ja, woanders aber auch. Die Straße rein am Ortsschild ist sauber. Ja. Aber es war hier rechts zwischen der Ruine und dem Haus. Da musst du gucken. Gerade nochmal. Jacko, deine Gruppe gibt Feuerschutz. Wir rücken vor auf die erste Ruine. Doch, verstanden. Okay, dann lass uns mal fertig machen für Feuerschutz hier. Ja. Also beim Sperrfeuer eröffnen, ne? Ja, ich kann nicht viel sehen, Leute. Dann muss ich mit auf den Stein. Ja, dann musst du gucken, wo es von wo die Schüsse kommen und dann rätselst du da rein. Hast du das gesehen irgendwo? Nee, ja, tief. Ah, warte mal, ich sehe glaube ich jetzt. Warte mal, darf ich da mit einem Granatwerfer reinschießen? Wo? Sag mal kurz an. Das ist. Sag einfach, wie es aussieht. Ja, Moment. Bei 190 Grad. Und dann zwischen diesem Flachdach dahinter ja, ist ein schieß Tor. Hin, da kannst du dann schießen. Okay. Nur nicht, dass du unsere Leute erwischt. Ja. 2, return to formation! Da ist schon weiter, scheiße, das war zu kurz. Das war Wolle. Wolle hat Granatunterlauf wieder geschossen, ne? Schieß nochmal einen weiter. Eben die Lokspur von links gesehen. Return to formation. Nee, vom Wasser da hinten. Ja. Hier aus Richtung 160. Okay, ihr vier da oben am Felsen, die Ruine südlich eurer Position. Nahe der Straße. Sicher, Abmarsch. Verstanden. Danke, achte mal auf links die Straße auf, weil ich glaube, da wurde auch was drin. Running low on ammo! Ausgeschaltet hier vorne. Achtung, ich kreuze zum Verletzten da oben. Ich ziehe den mal runter. Warte, nimm Vicky gleich mit, behandle den vor Ort und seid da schneller. Okay, Vicky. Vicky kommt rüber. Chaoshaus ist gesäubert. Alles klar, guck mal oben im Haus, ob ihr weiter Richtung Ort erstmal aufklären könnt. Wir haben von oben schon geschaut, also da sieht man jetzt nichts. Alles klar, dann zurück zur Ruine. Check.
Schuss? Nein, alles gut, ich habe Rauch geworfen. Stabilisieren gerade mal. Wir sollten hier sammeln, ne? Ja, falsch. Nee, nee, hier sammeln. Hier ist richtig. Habt ihr hier noch Simulanten? Simulanten? Aber ja, ja. Sonja, hier das Baby. Was denn? Ja, du hast das Baby im Bauch. Ich hab kein hier? Baby im Bauch. Doch, wenn du hier bist, dann hört man das. Du hörst mal das Babygeschrei. Wolle. Ja, was für dich? Da, wo ich hingucke, das Haus direkt vor uns, über der Straße. Ja, dann wird mal sicher, sichert das mal. Okay, warte, soll ich mitkommen? Ja, ihr zwei. Okay. Aber mach Vorsicht, das kann sein, da sollen ja die Unterlagen. Falls jemand sein. Irgendwo Waffen und Munition findet, ich bin immer noch dankbar. Wolle, 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 wolle. Der Wanz geht mir auf den Sack. So, ist dann nie wieder da, um der Hände raus. Einer lag schon mal hier. Mathis ist auch gleich da. Mathis ist auch nicht. Checo. Ja? Wo, Taking fire! Das Haus gereinigt hat, da waren zwei Leichen, aber das bringt dir jetzt nichts, ne? Nee, die sind voll weg. Ja, direkt in das Haus, wo die anderen beiden drin sind, dann kannst du gleich da hinterher. Hier im Haus ist noch einer, ich brauch nochmal Unterstützung. So, ich geh rüber. Komm! Sani brauchen wir. Okay, wenn die das da drüben gesichert haben, drücken wir alle nach. Taking! Jo, ich hab ihn. Ja, sicher. Wo sind die Simulanten? Ja, Moment. Die schreien hier im Chor. Ja, ja, alles gut. Das macht wenn du jetzt auf den Fenster guckst, dann siehst du das Hochhaus. Ja. Und die Simulanten, ja. Wir haben uns letztes Mal schon so, weißt du, wie ich mal fertig gemacht habe? Hochhaus? Ja, weißt du das? Wo wir letztes Mal erschossen worden sind? Und du bist mal ruhig, Tode können nicht reden. Okay. Running low on ammo. Da waren zwei hier drin. Ach so. Leute, ihr könnt soweit auch die Schalldämpfer jetzt abnehmen. Ja, okay. Also das waren zwei. Einen habe ich erledigt, aber den anderen nicht. Mhm. Okay. Macht jemand noch einen Fernseher? Du liegst so ungünstig. Ja, dann zieh mich doch weg da. Nö. Leute, dann alle unten Etage sichern, Rundumsicherung. So, siehst du, wer ist denn jetzt hier schon kranken? Sendetürme zerstören, Leute, das ist doch meine Aufgabe. Das ist doch was für mich. Oder für die Pioniere. Achso, da habe ich auch noch drei Sprengladungen dabei. Ja, Sprengladungen habe ich auch dabei. So, Jacko, wo bist du? Ja, ich schätze. Nee, Richtung 60. Hab ihn. Okay, hat ihn. Zieh ein bisschen zu mir. Jacko, zu mir zurückziehen, wo ich eben war. Der nee, ich mach. Freut sich so, die Sonja. Ich hab den nicht gesehen. Endlich wieder eins zum Verbinden, ey. So. Nee, das Baby, das jault richtig laut auf einmal. Hört ihr das? Nee, im Moment nicht. Super Mama. Wo ist sie denn? Deko, Jesus, Sonja. Sonja ist hier neben, hier vorne. Kiel und Wolle. Tatsächlich. Jo. Das ist denn deine? Komm mal her. Wolle, du meinst Radarstellung 1, die brauchen wir aber nicht. Hier, Jacko. Vollkommen irrelevant. Ja, ich bin im Westen. Ja, im Westen. Ja, schau genau. Guck mal. Ja, schau auf die Map. Das ist Radarstellung 1. Das brauchen wir nicht. Das ist Kontakt, eine Person, 270 Grad. Auf der freien Pläne. Wir müssen aushalten. 270 Grad gehen. Oder? Ja. Also 270 Grad voll, ja. Ne? Was siehst du da vom Tor? Posing 0. Ja, sehe ich. Also, auf der Karte, Sendeturm. Hab ihn. Sendeturm Radio 2. Ja. Beckos Ziel. Weitere Personen. Meine ist der Funk von dahinter. Nee, warte, halt, das war ein Fleck auf meinem Monitor. Schon. Meine Kuppel also mal raus aus der Ruine hier. Ja, ich stehe da schon neben dir. Ja. Alle? Ja, ich komm raus.
Ja, mein Chef. Euer Funkturm ist Richtung Südwesten. Ja. Sonja. Sonja. Ja. Also, eure Gruppe, Jacko, deine Gruppe, Sendeturm Radio 2, bewegt euch vorsichtig, bewegt euch langsam, achtet schön drauf, weil ihr habt jetzt nur Kontakt direkt an der Straße. We've got an enemy. So, 100 Jacko, meters back. Hast du ihn schon gesehen, den Sendeturm? So, Jacko, komm mal hier rüber so ein bisschen. Jetzt guckst du da wohin, wo ich gucke. Ja. Enemy spotted. Soldier, 75 meters back. Ruine, zieht euch zurück in die Ruine. Under fire! Leute, zieht euch zurück. Under fire! Meine Gruppe rückt vor, durchs Dorf. Warte mal ab, wir stehen hier unter Beschuss. Jacko! Armin. Under fire! Oben von der Sichtung Scheune nehme ich mal an. Ja, hab noch einen. Okay, ist erstmal wieder ruhig. Sonst sehe ich jetzt keinen mehr. Also, Jacko, ihr bewegt euch vorsichtig. Ihr habt nur einen Sunny dabei. Wenn der ausfällt, habt ihr Probleme mit dem Reviven. Jawohl, Problem. Kontakt Richtung Westen. Oder? Richtung ja. 250 ungefähr. Ja, erkannt. Entfernung. Jesus. Ich bin ja am Anmarsch. Wer einzuschätzen? Ich schätze mal. Ja, Treffer. Ja. Ich bin voll der German Sniper hier. Ja, Bruder, ist ja gerade die Glückssache. Die andere Gruppe. Die jetzt noch übrig sind, bei mir sammeln. Wir nehmen jetzt das Fahrzeug. Jacko, wollt ihr zu Fuß vorrücken? Ja, ja. Ist es weit, aber ich denke, es ist sicherer. Wir rücken ja, vor bis aus dem Ortsausgang und dann sagen wir, dann könntet ihr das Fahrzeug nachziehen. Okay? Aus. Jo. Oder noch hier bleiben? Dann, am besten, ihr lauft dann parallel zur Straße bis zur großen Kreuzung. Jo, machen wir. Ich würde lang. Wir wenn wir da sind, dann rufen wir und sagen, Fahrzeug kann kommen. Alles klar. Sollen okay. wir zu Sendeturm 1 verlegen oder wie? Ja, klar. Ja, dann ja, zu Sendeturm 1, ja. Dann würde ich sagen, einfach okay, das Fahrzeug wie letztes Mal draufhalten, ja. Und dann 200 Meter oder kurz vorher im Wald parken. Dann kommt ja wieder der Angriff. Wahrscheinlich wird sich ja daran nichts geändert haben. Nee, das ist eine andere Karte. Sicher? Ja, das war andere, doch, bei, nee, bei der anderen, bei der anderen hatten wir unten schon den Ort eingenommen. Da sind wir von da aus gestartet. Da haben wir erst südlich den kleinen Ort, den kleinen Ort eingenommen und sind dann nach Nordwesten, wo dann auch die Minen waren. Sicher? Nee. Ja, echt? Das war Bornholm 2. Aber mit den Sendetürmen war doch so, dass da irgendwie eine Patrouille von zwei Mann oder was war? Und dass dann, sobald wir ja, die ja, Ladung platziert hatten, ein kleiner Gegenangriff kam. War die andere Karte, weil wir haben Bornholm 1 vorher noch nie so weit geschafft. Sicher? Ja, weil wir schon bei dem Typen aus, weil der Typ schon nicht da war, der Kontaktmann. Nee, stimmt. Wir haben nochmal gespielt, wir waren dann oben beim Sendemast. Die haben wir gesprengt. Da bin ich auch der Meinung irgendwie. Das war aber eine andere Karte, das war auf Tschernarus. Nee, das war hier. Das war hier. Ich weiß nur nicht, ob die dabei waren. Ja, lass ihn doch einfach okay. mal machen, wir sehen es doch dann. Also, ja, wir haben jetzt eben das Problem, dass wir natürlich jetzt möglichst, dass wir dass der Sendeturm sehr weit weg ist. Jo, Karre. Jo. Ja, Fahrzeug. Die Frage ist nur, preschen wir die Hauptstraße lang? Würde ich vorschlagen, einfach. Zwischen russisches Munitionsdepot und Radarstellung hindurch? Da ist natürlich die Gefahr, dass wir natürlich auf ein gepanzertes Fahrzeug treffen, das uns dann möglichst schnell ausschaltet. Ja, sonst würde ich sagen, dass wir hier Richtung Nordwesten fahren und dass wir dann bei der ersten Linkskurve den Feldweg nehmen. Fall back. Also du meinst jetzt hier? Ja, return to formation. 10. Return to formation. 8. Return to formation. I need ammo. Bis zur nächsten Kreuzung, dann weiter Richtung Norden und dass wir dann quasi irgendwo in dem Bereich oder was oder halt hier also noch schon, weiter vorher. Schon... Irgendwo in dem Bereich auf jeden Fall unser Fahrzeug abstellen.
Naja, das sind gute, sage ich mal, 500, 600 Meter entfernt, wo die Straße entlangläuft. Zu dem russischen Munidepot. 500, 600 Meter. Naja, Risiko ist, also. Risiko ist immer dabei. Klar. Ja. Vor allem, wenn man fährt. Aber ich sag mal, wenn Bro da fährt, dann kommen wir sicher an und schnell. Das sowieso. Okay, also Bruder, du bist dann Fahrer. Mhm. Jacko, hier Chaos, bitte. Ja, hier Jacko. Auf der Karte ist ein schwarzer Punkt markiert. Wir werden mit dem Fahrzeug, wenn ihr das Go gebt, bis dorthin verlegen und dann nach Norden einschwenken. Okay, begebt euch in Nähe von Radio 2. Sichert so weit wie möglich, aber wartet noch mit Sprengladung legen, weil wir müssen gleichzeitig zünden. Alles klar. Okay, gut, dann. Habt ihr Long Range schon abgestimmt? Ja, weil Red Sonja ist ja im anderen Team. Die sitzt wir melden uns ja, ja, deswegen ja, weil du hast einen Long Range und die anderen mal, haben Long Range. Probier schon mal das Long Range aus. Ne? Das, weil gleich wird die Entfernung zu groß sein, wenn wir beide an den Türmen sind. Das, Red Sonja sitzt mir am PC gegenüber. Stimmt. Ja, aber das ist ja Schummel. Ja. Long Range an Red Sonja. Vicky an Red Sonja. Macht er bestimmt gar nicht und flüstert ihr nur zu. Gut, das war natürlich ja, das Switch. Funkcheck, okay. Ja. Five, fall back! Vorsicht, Mann, dein Gang raus. Haben wir Panzer? Ich hab die Raketen dazu. Verwerfen. Jawohl, werfen. Ey, hier ist ein Stein! Das ist der Scheiße, ist noch voll weit. Ja, gut. Das Fahrzeug ist natürlich jetzt erstmal vorbeigefahren, aber fährt auf die Kreuzung. Was wir noch machen können, ist umfahren. Das heißt, wir fahren jetzt zurück. Das Ding kommt näher. Weg, weg, weg! Out of ammo! Schöne Grüße übrigens von Rainbow. Mach ich. Erstmal auf Position bleiben. Jo. Beobachten. Wir sind noch nicht am Turm, die machen drei Stück, ne? Ja, platziere ruhig 4 oder 5. Ist egal. Geh ich für Drunken mit. Ja, mach. Ja, ich hab keinen Long Range. Nein, die lässt hier Sonja. Sonja, nimm Long Range. Gott, das war sicher, ne? Meine Granate hat getroffen. Ich hab auch noch eine reingezündet. Oh, da ist noch einer. Hab ihn. Ja, gut, ist wunderbar. Hier. Ja, da ist schlecht. Kann ich mich kurz jetzt behandeln? Ja. Vicky, aufzuschreien. Shit, wie machen wir denn das? Ja.
Ja, und dann den anderen Sunny zuführen. Ja. Mann, ist das schön hier. Endlich mal wieder Raven Shield zocken. Mit Drunken zu Jacko. Überlegt euch, ob ihr das Fahrzeug nehmt oder ob von hier aus laut. Ja, naja, ne, sind noch über 1 Kilometer. Also wir fahren mit dem Fahrzeug wieder zum Punkt vor. Ja, die haben noch hier in LKW, ist doch alles gut. So, und die anderen kommt in LKW ab. 10! Regroup! Hast du den? Gleich ist er da und ich sehe es. 10, return to formation! Und genau die Richtung ist der Funkturm. Haben die jetzt wieder hergestellt? Verstanden, braucht ihr Unterstützung? Alles klar, wir kommen dann wieder hoch. Alter, wie nah ist Jutto bitte an den Panzer reingegangen, um ihn auszuschalten? Jacko, mach ich verfickt auch mal platt. Ich kann ihn nicht aufschalten, ich muss manuell schieben. I need ammo. Ich kann ihn nicht aufschalten, ich muss manuell schießen. Ansonsten vermint die Straße da oben. So, Jacko läuft dem Panzer nach. Sonja für Viking? 5, rally up, 10, form on me! Ja, wer da, kann wo der, die Punkte sind als Kreis, sag ich mal, da müsste noch ein Jeep stehen. Den schnappt ihr euch
und dann kommt er zum Punkt Sammeln, da wo der Kontaktmann war. Under fire! Taking fire! Da, super! Jesus. Ja, hier. Out of ammo! 10! Rally up! I've got a visual! Man! 100 meters! Just up ahead! Schätzungsweise aus Ost. Ich seh ihn. Dann machen weg. Ich war definitiv zu weit. Ey, der fällt nicht um. Jetzt ist er gefallen. Okay. Schon mal gleich für Chaos, die haben verstanden und kommen dorthin. Alles klar. Und mich erwischt er natürlich wieder, da ist noch einer. Fall back! 10! Regroup! 10! Rally up! 5! Return to formation! 18 soldiers! 100 meters! Left! Auf der Stehen hat er sich abzuschießen, der hat umzappelt. Hatten schon. Okay. Passt. So, lass mich kurz warten, bis Jack wieder da ist. Was ist mit Bruder? Cool. Der Bruder hat, holt den Dieb. Okay. Also warten wir jetzt hier auf. Ja, wir können Bruder entgegenlaufen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen auch zum Wasser wieder zurück zur Radarstellung, ne? Ja. Auf geht's, dann laufen wir. Jesus. Bruder, wir kommen dir entgegengelaufen. Immer wieder schön, dass es als erstes den Gruppen überrascht. 4, return to formation. 10, regroup. 5, form on me. Also wenn ich ein eisrundes rotes Schild um mich hängen hätte. Warte mal. Take fire! So. Take fire! Der Panzer ist bei mir. Sollte man noch versuchen, ihn aufzuschalten. Habt ihr den? Habt ihr den Schützen hier? Rumführer, ich glaube, der ist down. Wir brauchen den Messer. Nee, da schießt noch irgendwer. Rifleman, 200 Meter, right! Seh nix. Bearing 030. Jojo.
Alles cool, du. Juhu! Droppen. Ja, okay. Oder gehst du mal hoch auf den Turm? Ja, du. Nimm dir das Fahrzeug auf. Was für eine Uhr, Fahrzeug? Könnt. Ja, leicht. Hier rauscht was. Leute, da nicht. Komm, wie mal null Sicht, weil da ein Baum im Weg ist. Ja, komm wieder runter. Komm wieder runter. Ja, ich bin hier. Ich muss mal gucken, wo sie ist. Warte. Okay, dann machen wir es jetzt mal noch ein schönes Finale. Alle Mann breit gefächert. Und Angriff. Ich muss erstmal gucken. Wo guckst du denn hin? Typ, da. Genau auf Norden. Noch weiter rechts, noch weiter genau rechts. Genau auf noch Norden. Weiter rechts. Noch weiter. Oder kannst du aufschalten? Nee. Soll ich eine runde Tür? Ja, Steckmann. Ja, oder anziehen. Oder anziehen. Oder. Kann ich aufschalten. Muss er. Könnte ich in der Kriegsflug geschickt zu dem Video? Ja, aus der Entfernung muss er aufschalten. Keine Ahnung. Ja. Oh! Scheiß Ping hier, du, ey. Hey, return to formation. Und Blocker. Da gab's doch irgendwie ein BP oder sowas, ne? Netspeed oder sowas. Fall back. Ja, ich mach mal den Fenger.
Reloading! Achtung, Fahrzeug kommt wieder. Ich bin schon auf dem Weg. Ich krabbel hier rum. Ich. Ach so. Das ist funny. Fix. Ah, du, nein, vorhin das erste Fahrzeug konnte ich ja ausschalten. Ich habe da zweimal geschossen vorhin. Sag mal, ist das jetzt zu Ende oder was? Also zwischendurch ging es nicht. Da, da! Da hinten! Under fire! Enemy fire! Drauf oder drauf gegangen? Jetzt hat's funktioniert. Man, 400 Meter east. Und ist kaputt. Ich bin alleine. Warum sind die hier unten? Ja, ich komm hin, Das ist ein Kämpfer, ey. Ich glaube ja nicht. Alles in Ordnung hier. Sie kommt! Ihr schlägt mich hin. Sie erscheint. Wenn sie kommt, wird's laut. Die fährt doch da unten. Ich krabbel mal an die Mauer, ne? Na gut. Alles fehlt das. Gesichtet. Da auch wieder ich vorher kommt. Enemy fire! Ich bin tot.
auf 200 Meter machen, ey. Nee, hier nicht. Dann ist doch mal da. Vicky, hör auf zu schreien. Rot, abrücken Richtung Rote. Da ist noch ein Boden. Hier, der schreit doch, hörst du das nicht? Leute, Beschuss aus Richtung West. Taking fire! Soldier, 200 meters in front. Enemy fire! Under fire! Under fire! Wir werden von allen Seiten auch verwundet, jetzt kommt mal langsam. Ja. Taking fire! Taking fire! Ich bin schon wieder getroffen, Leute. Wir müssen hier aber jetzt aber nicht. Da liegt noch einer. Ja, ich kann nicht machen jetzt hier. Der Rauch verzieht sich sofort. Ich hab keine Granaten mehr, ich hab das I need ammo! Ausweichen unter Deckungsfeuer! Die Boote. Hier lang. Los, runter. Form on me. Der Himmel ist ja beeindruckend. Im Mund. Ja. Nein, return to formation. Wolle gibt alles, ne? Naja, sicher. Vielleicht hat er keine Munition mehr. Roll da. Schnitzeln da hinten. Es kommen noch 7 Mann. Olli, wir fahren dann schon mal los, ne? Oder hältst du uns den Rücken frei, ne, wenn wir losfahren? Rico zankt mich immer so. Ja, weiß ich doch. Blackout.